Moin moin liebe Messerfreunde, der Stony hier. Heute mal ganz un-Bushcraft-mäßig Kaffee aus der Kaffeekanne. Ja, das Video hat den Anlass, ich habe heute Geburtstag. Und da habe ich heute frei und habe gedacht, stoße ich mal mit euch an. Mit einem Schluck Kaffee. Ich bin heute 46 geworden, Baujahr 73, ja, 29. März. Kaffee. Ja, und habe ich gedacht, schnappe ich mir meinen Roller, fahre mal hier an meinen Lieblingsplatz und zeige euch noch mal ein Messer. Ja, guck mal hier rum. Erstmal jetzt. Prost! Ich hoffe, dass das jetzt auch mit dem Ton und dem Fokus besser ist als bei den letzten Videos. Da habe ich noch mit dem Huawei P20 Pro aufgenommen. Das ist zwar fototechnisch eine Granate, aber videomäßig, Sound, Bildstabilisierung ist das Ding Rotz. Das konnte mein iPhone 5S besser. Ja, apropos iPhone, ich habe mir wieder ein iPhone geholt, das XR in Weiß. Geiles Ding, Face ID, Hammer, funktioniert super. Hätte ich nicht gedacht, dass das so geil funktioniert. Ja, und ich habe mein gewohntes Umfeld wieder und weiß ich nicht, ich komme mit Android irgendwie nicht so zurecht. Allein was die Updates angeht. Bei Samsung war das ja extrem, da gab es Android 8 erst, als schon Android 9 draußen war und so eine Geschichten. Und bei Apple ist halt so, die bringen ein Update und das ist weltweit für alle Geräte verfügbar. Und das gefällt mir halt. Klar, Preis, ist so eine Sache. Wo das XR geht noch. Und steht den anderen nichts nach. Und hat eine saugeile Akkulaufzeit. Hammer. Oh, so ein Käffchen am Morgen ist schon geil. Ich weiß gar nicht, wie spät haben wir das überhaupt. Und die Kinder sind gerade zur Schule. 7.41 Uhr. Ja. Geht gleich los, ich will noch einen Schluck Kaffee. Ich hatte euch ja das Messer gezeigt. Komm mal hier rum, kann ich es besser sehen. So, das Messer gezeigt. Und da habe ich euch ja auch gesagt, dass ich ja, das nicht benutzt habe, weil zum gleichen Zeitpunkt habe ich mir das hier geholt. Für 12,90 Euro kam es, glaube ich. Ne? Ja, das Ed Mahoney 42A oder so ähnlich, wie das auch immer heißt. Irgendwie hat Arthur Brehm da seine Finger im Spiel gehabt. Und ja, nur hatte ich das und das. Und was soll ich sagen? Ich finde das besser. Nicht, weil es 42A konform ist, weil das ist es nicht. Weil, wie gesagt, das hier kriege ich ganz einfach auf. Ich habe die Schraube wirklich festgeknallt. Da geht nichts mehr. Und es geht sonst echt super locker mit einer Hand auf. Das kann auch jeder Ungeübte. Das kann sogar meine Frau. Und die kann eigentlich mit solchen Messern überhaupt nicht umgehen. Ja, aber das Messer ist echt geil. Weil es ist schön leicht. Hat eine schöne Ergonomie. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was für ein Stahl das gewesen sein soll. Ob das 440C ist oder dieser 8CR, hast du nicht gesehen. Holzgriffschalen, die sind echt schick. Der Clip, okay. Nur Tip Down. Dafür Deep Carry. Und kein überflüssiges Lanyard Hole. Weil ich finde das immer ziemlich sinnfrei, ein Lanyard Hole einzubauen, wenn man den Clip nicht auf Tip. Genau, Tip Up, Tip Down. Auf Tip-Down umsetzen kann, weil dann nützt mir auch ein Lanyard nichts. Klar, es gibt noch die Fraktionen, die einen Clip ganz abschrauben. Okay. Ich kann allerdings sehen, ich muss mal gucken, ob ich das in der Kamera zeigen kann. Mal gucken, wo ist das? Da. Da könnt ihr das Loch sehen. Da könnte man jetzt theoretisch durchbohren und dann hätte man auch ein Lanyard-Hole. Ja. Hier kann man übrigens auch sehen, dass ich das Messer auch tatsächlich eine ganze Weile benutzt habe.
Und ich werde das auch weiter benutzen. Vor allem für den Kurs. Holzgriffschalen, die fühlen sich echt angenehm an. Das ist schön leicht. Ich glaube, das wiegt, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt 100 Gramm wiegt. Also es ist ein schönes Messer. Schlicht. Hat eine schöne Linie, wie ich finde. Also es ist echt ein cooles Ding. Wie ich immer so schön sage, ein cooles Ding. Guck mal, liegt hier irgendwo ein Stöckchen rum. Nicht weglaufen. Also hier, das hat eine ziemlich geile Handlage. Und ihr seht ja, Hohlschliff, der haut ordentlich was weg, ist im Alltag. Hoffentlich kann man das auch sehen. Ich kann das von hier aus nicht. Na, boing. Also das Ding haut was weg, macht Spaß. Ist leicht. Paragraph 42a konform. Sei dahingestellt, wegen Zweihandöffnung, Einhandöffnung, wie auch immer. Ich zeig gerade auch mal die Lampe. Ja, ich habe euch gesagt, meine Videos werden anders. Ich werde jetzt nicht nur stumpf irgendein Messer nur reinhalten, sagen, hier, guck mal, toll und schön. Ich werde dampfen, ich werde Kaffee trinken, ich werde Moped fahren, ich werde die Natur zeigen. Wie auch immer. Klar, dadurch werden die Videos auch ein bisschen länger. Sei dahingestellt. Wem es nicht gefällt, kann vorspulen, abschalten, wie auch immer. Ja, weiter zum Messer. Nachteile. Ehrlich gesagt, keine. Gut, für zart beseitete kann man sagen, hier der. Huch, wo bin ich denn? Da ist die Kamera. Ja, der Liner schaut ein bisschen weit raus und das könnte den einen oder anderen als scharfkantig stören. Mich stört es persönlich nicht. Die Klinge hat kein Spiel. Jetzt muss ich mal gucken, ob die mittig sitzt. Da sitzt mittig. Der Clip stört auch nicht. Hat eine ausreichende Festigkeit und ist nicht zu fest. Durch diese Anhebung vorne passt, geht es auch super in jede fette Jeans oder sonst was. Cargohose, wie ich jetzt anhabe, kein Problem. Das ist schon echt nett. Was ich nicht verstehe, hier sind Torx-Schrauben drinne. Und hier ist ein Sechskant-Inbus. Hier sind auch Torx. Man hätte sich auf eins einigen können. Aber okay, ey, das Ding kostet 12 Euro, sagen wir mal 13 Euro. Und dafür ist es echt geil. Also es ist wirklich, ja, selbst mit links kriege ich es auf, ohne hier irgendwas zu haben. Also wie gesagt, nicht wirklich 42a konform. Aber ich sag mal, man könnte ja, wenn man kontrolliert wird und sagt, ja, hallo, das ist halt 42a konform, warum so und so. Aber ist eine andere Geschichte. Wie gesagt, wir haben jetzt, was haben wir, 2019 und seit 1. April 2008 gibt es diesen dämlichen Paragraphen und ich wurde noch nie in dieser ganzen Zeit kontrolliert oder sonst irgendwas. Oder wegen einem Messer oder irgendwie und ich trage eigentlich fast nur Einhandmesser. Ja. Aber vielleicht sehe ich auch nicht unbedingt so aus. Obwohl, zu dem Zeitpunkt damals habe ich noch lange Haare gehabt. Und das ist ja auch so eine Randgruppe. Ja. Wie gesagt, das ist ein schönes EDC. Passt gut in die Tasche. Das Ding ist bloß immer, ich habe eigentlich grundsätzlich, vorher war es ja immer das Hunter. Victorinus Hunter. Jetzt habe ich immer das Outrider wieder dabei. Und ich meine, das hat auch eine lange Klinge. Und da ist natürlich fraglich, brauche ich so ein Messer noch dabei? Hier habe ich halt alles dran: Schere, Schraubendreher, auch wegen meiner Dampferei, eine Pinzette. Und
das reicht mir persönlich ja nicht aus. Ich bin eigentlich so ein bisschen weg von diesen ganzen Einhandmessern und nochmal Messer und hast du nicht gesehen, wo habe ich eigentlich das andere gelassen? Hat einer gesehen zufällig? Hier. Ja. So wie das hier. Vor allen Dingen geht das schwerer auf als das 42A-konforme. Ich meine, das ist auch ein Schneidteufel. Jetzt habe ich den Knüppel weggeschmissen. Ist auch egal. Ist jedenfalls auch ein geiles Messer. Allerdings würde ich mir lieber nochmal das rote anschaffen. Mit ohne Loch. Mit ohne Schnur. Ja. Ich habe ja den Schnorris gefragt, ob er tauschen will. Hat er nicht drauf reagiert, weil er wollte gerne das haben und ich lieber seins. Naja, Schnorris, falls du das siehst, also der Deal wäre da. Ne? Ich habe auch noch die Verpackung, alles kein Ding. Wenn du Bock hast, wenn nicht, egal. Kaufe ich es mir vielleicht doch mal nochmal irgendwann. Ja. Wisst ihr was? Ich hau mir noch einen Schluck Kaffee rein. Achso, es kommt jetzt nichts, nichts Messermäßiges mehr. Also wer jetzt keinen Bock mehr hat, abschalten. Ich gönne mir jetzt hier noch ein bisschen Kaffee. Genießt diese tolle Landschaft, da zeige ich euch gleich auch nochmal. Ich meine, obwohl ihr kennt es eigentlich aus meinen Videos. Ja. Ich mache nochmal so einen kleinen Rundflug. Ich liebe diesen Platz. Hier kann ich wirklich meine Sorgen vergessen. Achtung, jetzt kommt Sonne. Bäm, da ist er, der Ball. Das liegt ungefähr 3 Kilometer von zu Hause weg. Ja, guck mal, ich gehe jetzt mal ein bisschen durch die Gegend, dann wisst ihr vielleicht, was ich meine, wenn ihr das letzte oder mein Ich bin wieder da Video gesehen habt. Da ist er wieder, wie das gewackelt hat. Und ja, na, ich denke mal, dann werdet ihr den Unterschied merken. So, jetzt versuche ich mal wieder dahin zu stellen, wo ich war. Ein bisschen weiter weg noch. So. Mal gucken. Ich hoffe, ihr habt überhaupt meinen Kopf gesehen die ganze Zeit. Das werde ich ja gleich sehen, wenn ich das Video schneide. Oder das heißt schneiden. Ich schneide ja meine Videos eigentlich gar nicht. Ja, wie gesagt, heute Geburtstag, 46 geworden. Vorgestern hat meine Zwillinge Geburtstag. Die sind 15 geworden und in genau 4 Wochen, am 29. April, hat mein kleiner Geburtstag, da wird er 10. Ey, die Zeit vergeht. Man sagt immer, wenn man Kinder hat, merkt man, wie man alt wird. Das kann ich echt bestätigen. Ich denke mir immer, meine Güte, wo ist die Zeit geblieben? Ja, aber was soll's. Jünger werden wir alle nicht mehr. Und gestern war heute noch morgen. Also von daher, Zeit ist vergänglich. Ja, mir fällt gerade nichts mehr ein. Ich glaube, ich sollte mal langsam aufhören, bevor ihr euch noch zu Tode langweilt. Wie gesagt, das war so quasi mein Geburtstagsvideo. Ich sage jetzt schon mal danke für die ganzen Glückwünsche. Da wird bestimmt der eine oder andere unter dem Video schreiben, herzlichen Glückwunsch und so weiter und so fort. Sage ich jetzt schon mal danke. Ich habe heute auch schon Nachrichten. Heute Morgen um 4 hat mir meine Schwiegermutter schon eine WhatsApp geschickt. Ja, aber ich bin ja meistens auch immer so früh auf. Ich war heute Morgen auch schon um kurz vor 5:30 wach. Ich bin es halt gewohnt, so früh aufzustehen, weil ich fange morgens um 6 Uhr, muss ich im Büro sein und ja, ich stehe also um 3:30 klingelt mein Wecker, erstmal Kaffee trinken, dann gucke ich meistens noch ein bisschen YouTube, ein bisschen wach werden, dann gehe ich so gegen 5 rum duschen, mache mich fertig, ja, und so gegen zwischen 5:30 und 5:45, je nachdem, ob ich mit dem Auto oder mit dem Moped fahre, fahre ich dann zur Arbeit. Dafür habe ich auch 14 Uhr Feierabend. Ne? Das können andere nicht sagen. Ich bin 2:15 bin ich zu Hause. Spätestens 2:30. Und dann habe ich den Rest vom Tag. Ne? Das ist natürlich auch geil.
sagen auch immer, oh Alter, mal so früh nach Hause. Ich sage, ja, dafür bin ich auch schon um 6 hier. Andere kommen um 9 und müssen halt bis 5 machen. Ja. Ich hatte erst gedacht, ja, kannst du eigentlich mal einen Livestream machen? Aber hä, wer guckt nun die Zeit schon zu? Weil wer guckt mir denn zu? Deswegen lieber so ein längeres Video, ein bisschen Gequatsche, ein bisschen Gelaber. Ja. Meine Schwiegermutter kommt, meine Mutter kommt nachher um so gegen 10 zum Frühstück. Und ja, feiern tue ich nicht groß. Für mich ist das ein Tag wie jeder andere. Allerdings. Das muss ich euch noch erzählen. Seit meinem 17. Geburtstag, wie gesagt, ich bin jetzt 46, seit meinem 17. Geburtstag höre ich morgens immer als allererstes For Whom the Bell Tolls von Metallica, von der Rides the Lightning. Ich weiß nicht warum, aber ich höre es jedes Jahr an meinem Geburtstag. Die Zeit, wo ich jetzt immer Schlagzeug gespielt hatte, habe ich sogar auf dem Schlagzeug mitgespielt. Weiß nicht, hat sie so eingebürgert. Ich habe gesagt, wenn ich mal ins Gras beiße, dann möchte ich auch mit dem Lied beerdigt werden. So. Naja, genug der Gefühlsduselei. Ich sage jetzt mal, ich werde jetzt noch den Rest Kaffee austrinken. Bisschen die Stille genießen und dann werde ich wieder nach Hause fahren. Ich hoffe, euch hat dieses Video in dieser Art gefallen. Wenn ja, könnt ihr das gerne mal mit dem Däumchen da lassen und natürlich auch gerne einen Kommentar. Und Kritik auch immer her damit. Ja, und ich sage dann, wie ich es immer sage, seit, glaube ich, 4 Jahren jetzt? 4 oder 5 Jahren? Muss ich mal gucken, wie lange ich jetzt überhaupt schon YouTube mache. Sage ich natürlich wie immer, macht's gut, ciao, bis dann, euer Stony.